Bayern ihr Ergebnis halbiert. Wie konnte es dazu kommen? Ja, das ist eine bittere Niederlage. Das heißt, wir konnten die Wählerinnen und Wähler nicht überzeugen. Wir haben uns eben da nicht durchsetzen können im Wettbewerb der Parteien. Das wird analysiert werden müssen auf allen Ebenen. Aber sicher hat der Bund keinen Rückenwind gegeben. Im Gegenteil, das, was wir insgesamt nicht geschafft haben als SPD, uns da frei zu machen von diesem Richtungsstreit zwischen CDU und CSU. Das heißt, die Bundes-SPD ist gewissermaßen auch mitverantwortlich, dass kein Rückenwind für die SPD in Bayern gegeben wurde. Ja, sicher. Und was wollen Sie ändern? Ja, es muss sich insgesamt ändern auf der Bundesebene, aber sicher wird man auch darüber reden müssen, was auf der bayerischen Ebene getan werden muss, hat ja Natascha Kuhn eben angekündigt. Ich jedenfalls denke, wir haben Grund zum Nachdenken. Haben Sie mit diesem Ergebnis gerechnet? Ja, man hat ja die Umfragen vorher schon gesehen. Wir waren schon darauf eingestellt, dass es nicht gut wird. Aber das ist, wissen Sie, die Umfragen sind das eine. Wenn es dann wirklich schwarz auf weiß da ist, dann tut's weh. Aber man hört nach jeder Wahl, wir werden das alles ganz genau analysieren, aber Sie müssen doch ungefähr wissen, in welche Richtung die SPD in Zukunft gehen möchte. Ja, wir analysieren das jetzt zusammen in den Gremien und dann werden Sie sicherlich merken, das werden wir auch jetzt dafür nutzen, dieses Ergebnis, um nochmal Kraft frei zu machen. Denn wir haben eine Wahl in 2 Wochen in Hessen. Und da werden wir jetzt alle Power reinstecken, denn die Bedingungen da sind doch andere. Die Grünen sind damit in der Regierung. Wir haben einen amtsmüden Ministerpräsidenten, Volker Bouffier. Und wir haben eine sehr gute Alternative mit Thorsten Schäfer-Gümbel und der SPD dort. Also wir rechnen uns aus, dass wir da deutlich besser abschneiden. Wir werden auch alles dafür tun, dass das der Fall ist. Aber denken Sie nach heute auch an personelle Konsequenzen? Davon war keine Rede. Und da denken wir auch nicht drüber nach, sondern wir stecken unsere Kraft jetzt in die nächste Auseinandersetzung und werden aber auch Kraft reinstecken müssen, dass eben insgesamt diese Bundesregierung sehr gelitten hat. Und das, was wir da hatten, das kann ich sagen, durch die Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU muss sich ändern. Und ich erwarte auch, dass sich das ändert. Wo haben Sie da Fehler gemacht? Okay.